Na, pickst du? Hallo. So, ich setze mich mal hin, um zu gucken, was er macht. Amy hört ein Tier. Und Baxter schnüffelt das Tier. So, jetzt hören die schon die Hunde vom Hundezentrum. Also weiß Baxter, es geht in Richtung zurück. Ich habe das Gefühl, er wird immer ein bisschen nervöser, wenn er auf hartem Untergrund läuft. Und entspannt sich immer ein bisschen, sobald er auf dem Gras sein kann. So, aber ist überhaupt schon mal gut, dass er so weiterläuft und nicht mehr in der Starre ist, aber man sieht schon, wie gestresst er ist. Komm mal ein Auto, hat er beschwichtigt und will jetzt nicht in die Richtung, wo das Auto hingefahren ist. Wechsel, komm, Auto ist weg, komm. So, hat sich verheddert. Ich sag, warte mal. So, ich sag, warte mal. Warten. So, also man kann ihn auch einfach anfassen. Man kann die Leine nochmal neu nehmen, ist alles kein Problem für ihn. Komm, Baxter. Jetzt braucht er wieder ein bisschen Starthilfe. Muss ich nur ein bisschen Anstoß geben, wo wir langlaufen möchten. Es gefällt ihm nicht, aber er macht's mit. So, man hat schon gemerkt, dass er schon auch panisch sein kann bei bestimmten Geräuschen. Wir haben ein paar Männer getroffen, die haben Tischtennisball gespielt und immer wenn der Ball gegen diese Metallstange da in der Mitte geknallt ist, gab es immer so ein Metallgeräusch. Da hat man gemerkt, dass er mit jedem Mal ein bisschen zusammengezuckt ist und mit jedem Mal nervöser geworden ist. Dann konnten wir noch so 50 Meter laufen und dann hat er beschlossen, er möchte nicht mehr laufen, er möchte zurück. Und da hat er nur noch versucht zurückzuziehen, so wie jetzt, und wollte nicht mehr vorwärts gehen. Da habe ich ihn ausgetrickst und habe einfach einen anderen Weg genommen. Aber ja, genau, das haben wir schon mal rausgefunden. Dass es schon Geräusche gibt, die ihn auslösen und dass die Umwelt ihn schon ziemlich stresst. Ohne seine Vorgeschichte zu kennen, denke ich, dass er wahrscheinlich viel in seinem Leben bisher nur im Tierheim war, ne, im Zwinger, und die Außenwelt, glaube ich, noch gar nicht so kennengelernt hat. Genau, aber es ist ein sehr intelligenter Hund. Jetzt guckt er nach jeder Fliege. Jetzt ist er völlig überfordert.
Ja, und er versucht es ziemlich charmant zu lösen, dass er doch eigentlich da lang möchte. Das heißt, ich werde ihn gleich wieder ziemlich charmant austricksen und auf die andere Straßenseite wieder laufen, dass er denkt, wir laufen ja einen völlig anderen Weg, als wo er gar nicht hin möchte. Genau.